Festtagsstimmung in der Halle am Christanplatz. Der Aufsteiger hatte Borussia Düsseldorf, den Rekordmeister, zu Gast und hoffte natürlich so ein bisschen auf die Überraschung. Im ersten Einzel aber dann erstmal klare Verhältnisse. Patrick Baum mit einer sehr, sehr starken Vorstellung gegen Bohumil Lusicki. Und das hier war nicht die einzige krachende Rückhand, die da einschlug. Gleich der nächste Beweis hinten her. Also, das war ein sehr, sehr starkes Spiel von Patrick Baum, der ja auch in dieser Saison durchwachsene Leistungen gezeigt hatte. Aber hier machte er ganz, ganz kurzen Prozess, 3:0 und damit die Führung für die Gäste aus Düsseldorf. Danach dann der lang erwartete Auftritt von Timo Boll gegen Michael Badon. Und da gelang tatsächlich Emil Häuser der Satzgewinn im ersten Durchgang. Und dementsprechend stand dann die Halle Kopf, ausverkauftes Haus in Mühlhausen. In der Folge dann aber Boll dominant, holte sich den zweiten und dritten Satz und dann auch den vierten zur Pause. Also 2:0 schon die Führung für Borussia Düsseldorf. Danach dann Ricardo Walter gegen Mathis Burgis. Und auch da kämpfte Burgis, lag schon 1:2 Sätze zurück. Aber Ricardo Walter dann mit 3 Matchbällen. Und letztlich dann dem Erfolg, also Düsseldorf gewinnt klar 3:0 in Mühlhausen.